Sack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir haben heute zwei Spiele auf dem Programm, einmal im Pokal gegen die Hertha aus Berlin und im zweiten Spiel in der Liga gegen die SPVGG Greuther Fürth. Wird, denke ich mal, relativ interessant und wenn es euch gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, würde ich mich extrem drüber freuen. Ist für euch nur ein Klick und für mich die beste Unterstützung, würde ich mich riesig drüber freuen. Deswegen, wenn es euch gefällt, einfach mal raushauen. Wir trainieren wieder unsere Standardspieler, wir trainieren Finne, wir trainieren dazu noch Pereira, wir trainieren Ryan Gold, wir trainieren Tim Diersen und natürlich auch Andreas Christensen. Das sind unsere, naja, Potenzialspieler, sage ich mal. Araujo natürlich auch noch, aber ich trainiere lieber die anderen beiden, weil die momentan schon stärker sind und wir haben die ja nur noch kurz. Von daher geben wir den Vereinen, die uns diese klasse Spieler gegeben haben, doch ein bisschen was zurück. Gut, heute, wie gesagt, geht's im Pokal ran und wir haben nicht so die ganz perfekte Fitness am Start, denn wir sind ein bisschen, wie soll man das sagen, an die Grenzen gegangen in den letzten Wochen und dementsprechend müssen wir heute aufpassen, dass das alles nicht zu viel wird für unsere Männer. Deswegen unter anderem nicht mit Lorenzen, sondern mit Araujo in der Sturmspitze. Der kann Stürmer spielen, das ist ganz gut. Mast im rechten Mittelfeld, im linken Mittelfeld spiele ich, glaube ich, mit Afano und nicht mit Ryan Gold. Bin mir aber gerade gar nicht so sicher, was ich da gemacht habe, aber trotzdem auf jeden Fall eine etwas veränderte Hälfte. Diersen geht auch noch raus. Burmeister spielt auf der 6 für Christensen, auf der 10 spielt Pereira, genau. Also auf jeden Fall eine veränderte Aufstellung. Trotzdem könnte das was werden. Wir haben schon einen Erstligisten rausgehauen. Ich glaube, das war Mainz 05. Jetzt gegen Berlin wird es aber nicht einfach. Ich bin gespannt, wünsche euch viel Spaß und bin interessiert, wie er heute spielt gegen Hoffenheim. Aber egal, bis gleich. DFB-Pokal in der Schülko-Arena. Die Hertha aus Berlin war zu Gast auf der Alm und man wollte natürlich auf Seiten der Bielefelder das wiederholen, was man in der ersten Runde bereits bewerkstelligt hat, und zwar das Weiterkommen gegen einen Erstligisten. Allerdings heute natürlich nochmal etwas geschwächt. Melvin Lorenzen stand nicht in der Startelf. Araujo stand in der Sturmspitze. Wir gucken uns das Ganze gleich an. Es gab auf jeden Fall Hindernisse, um es mal so auszudrücken. Allerdings, meinte Trainer MGT vor der Partie, für die Fans können wir kämpfen, für die Fans müssen wir kämpfen und wir wollen versuchen, gegen die Mannschaft aus Berlin weiterzukommen, gegen den Hauptstadtclub, gegen den Erstligisten, gegen die übermächtigen Männer um John Anthony Brooks. Zwei Tore im letzten Spiel für Topstürmer Salomon Kalou, ehemaliger ivorischer Nationalstürmer und Stürmer vom FC Chelsea, also der mit viel Erfahrung gespickt, und er sollte der Defensive von Arminia Bielefeld Probleme bereiten, wenn es nach Pal Dardai, dem Coach der Hertaner, ging. Wir gucken uns die Aufstellung von Bielefeld an dem Tor, Hesel davor, Striffler, Sundberg, Börner und Schuppan. Striffler weiterhin für Dick in der, ja, Aufstellung. Auf der 6. dann Burmeister anstelle von Christensen, rechts Dennis Mast, links Ryan Gold, davor Andreas Pereira, André Araujo in der Sturmspitze und Bart Finne neben dem Argentinier aufgeboten. Melvin Lorenzen, wie gesagt, nicht mit von der Partie, er saß nur auf der Bank. Auf der anderen Seite haben wir im Tor Thomas Kraft, davor Peter Pekarik, dann natürlich Sebastian Langkamp und John Anthony Brooks in der Verteidigung, Plattenhardt auf links, davor dann Darida und Schielbrett, Behrens, Stocker, Benatira in der Sturmspitze, der bereits angesprochen hier Ivora, Salomon, Kalou. Alles also vorbereitet für einen wunderbaren Fußballabend und natürlich hatte die Arminia Anschluss und sie versuchten in der Anfangsphase direkt mal gut nach vorne zu spielen. Allerdings war das Pressing, was sie spielten, natürlich auch gefährlich und so gab es die erste richtige Chance der Partie für die Hertaner. Das Ganze gucken wir uns natürlich direkt gleich an. Allerdings machen wir das Ganze zunächst nochmal sehr formell und gucken uns nochmal die einzelnen Spieler an. Ryan Gold, für ihn war es eine besondere Partie. Erstes Pokalspiel, Ansgar von Hauenstein, der Schiedsrichter der Partie heute, und ich würde sagen, damit können wir dann endlich losgeben. Kalou und Stocker beim Anstoß und die erste Chance, wie bereits angesprochen, auf Seiten der Hertaner. Wir springen rein und ich hatte auch angesprochen, Kalou ist ein Stürmer, der die Abwehr von Bielefeld beschäftigen sollte, und das tat er auch direkt mal. Darida mit dem Ball auf Petr Schielbrett und der legt ab auf Salomon Kalou. Der Ivora versucht es aus der Distanz, allerdings das Ganze ja easy gehalten, könnte man sagen, von Wolfgang Hesel, der da eine gute Sache draus macht. Es ging weiter auf der anderen Seite, Bielefeld verlegte sich auf Konter und das taten sie richtig gut. Hier ist Araujo mit dem Ball auf Finne, der kommt erst nicht zum Abschluss, vom zweiten Versuch dann auch nicht, abgewehrt von Brooks und Langkamp in der Innenverteidigung. Somit blieb es beim 0:0. Auf der anderen Seite die Hertha ein bisschen torgefährlicher, gerade über Kalou. Der abgefälschte Schuss knapp am Tor vorbei. Der Eckball brachte dann nichts ein, aber es war ein Auf und Ab, zumindest wenn Bielefeld auch mal mitspielen wollte. Hier legt Araujo und dann Pereira war es, den Ball ab auf Finne, der versucht mit dem schwachen linken Fuß Alex am Kasten vorbei und somit weiterhin 0:0 zwischen diesen beiden Teams. Es war eine spektakuläre Anfangsphase, nach verflachte das Spiel zusehends und erst kurz vor der Halbzeit die nächste Chance für die Hertha. Wieder mal Kalou, etwas zu hoch angesetzt, aber der Ivora näherte sich weiter dem Tor an und näherte sich weiter der Führung für die Hertha an. Zweite Halbzeit. Sie waren bisher noch nicht so wirklich im Strafraum aktiv gewesen. Das schaffte Bielefeld ganz gut, sie davon fernzuhalten. Und dann plötzlich einmal doch nicht. Fehler von Soko.
Joko Sundberg und dann sind sie im Strafraum und dann spielen sie wunderbar. Das ist Kalou, der legt ab auf Darida und es steht 1-0. Der Tschechier mit dem Führungstreffer für die Hertha in der 54. Minute. Da waren sie erstmals im Strafraum, kombinierten gleich richtig gut und dann stand es zack 1-0 für die Hertha. Das war richtig gut gespielt. Kalou nicht eigensinnig, legt hier nochmal ab für Darida, der ist besser postiert. Hesel kann nichts machen und plötzlich führte die Hertha. Bielefeld versucht zurückzukommen, Flanke auf den eingewechselten Klos, aber der Kopfball knapp am Tor vorbei. Es blieb weiterhin beim 0-1. Die Schüko-Arena zweifelte daran, dass das hier noch was werden sollte. Dann die 77. Minute. Pereira wird nicht angegriffen. Ball auf Klos, auch nicht richtig angegriffen. Lattenkreuz. Und da ist nochmal Pereira. 1-1. 79. Minute. Der Ausgleichstreffer durch den Mexikaner. Ausgeliehen von Manchester United. Und er zeigt hier seine Qualität. Wunderbarer Pass auf Klos. Der scheitert noch am Lattenkreuz. Und dann Pereira. Und es ist wichtig, dass Ryan Gold hier nicht in den Ball geht. Der stand im Abseits, geht aber nicht aktiv zum Ball. Und dementsprechend zählt der Treffer. Und Bielefeld hat ausgeglichen. Allerdings wollte das die Hertha nicht auf sie sitzen lassen. 90. Spielminute, ihnen fiel nichts ein und dann plötzlich doch der Ball nach oben auf Roy Behrens, Bielefeld aufgerückt, das Ganze war ein Konter der Hertana Benatira und dann kommt der Ball zu John Anthony Brooks mit aufgerückt, 2-1 in der Nachspielzeit. Der US-amerikanische Innenverteidiger trifft mitten ins Herz der Arminen, mitten ins Herz der Fans von Arminia Bielefeld und stürzt die Alm in ein tiefes, tiefes Loch. Das war ein wunderbares Spiel. Kalou legt hier nochmal den Ball weiter und dann ist es im Endeffekt eine relativ einfache Geschichte für Brooks, den reinzuhauen. Bitter für die Arminia, die gut dagegengehalten hatte, aber die Qualität von Hertha BSC, die Qualität des Erstligisten, hat im Endeffekt gesiegt. 2-1 Erfolg auf der Alm. Das heißt, die stehen in der nächsten Runde im Pokal und Bielefeld kann sich dementsprechend jetzt weiter auf die Liga, weiterhin auf Projekt Aufstieg konzentrieren, ob das Ganze klappt. Wir sind gespannt. Nächste Woche geht es erstmal gegen die SPVG Greuther Fürth. Das heißt, gegen einen nicht leichten Gegner. Vielleicht läuft es ja wieder besser für Ryan Gold und Co. Bielefeld fliegt aus dem Pokal mit 1-2 gegen Hertha. So, Freunde, das war jetzt nicht ideal, das Spiel, allerdings, ja, was hat man erwartet, ne, gegen Mainz, das war schon relativ glücklich und dieses Mal, ja, er hat dann besser gespielt, hat noch die besseren Chancen, wir sind nicht wirklich zum Torabschluss gekommen und dann ist es halt einfach dieser John Anthony Brooks und der haut den Ball dann da rein in der 90. Minute. Da bin ich ein bisschen überrascht, das erste war, ich dachte, das wäre irgendein anderer gewesen, hatte nicht erwartet, dass ausgerechnet der Innenverteidiger trifft, aber man kann es halt immer nicht aussuchen. Wir könnten 7 Spieler verlieren, dementsprechend müssen wir ein bisschen, ja, Verträge verlängern, unter anderem von Julian Börner wollen wir das machen, wir wollen das auch bei Christoph Hemlein machen, bei dem ist das auch nicht so teuer, was das Gehalt, was die Gehaltserhöhung angeht. Bei David Ulm beispielsweise, nee, nicht so wirklich. Burmeister möchte auch viel zu viel Geld haben, eigentlich mit 10.000. Das können wir uns einfach nicht leisten, wir wollen natürlich auch noch andere Spieler verpflichten und dementsprechend, weil er sowieso nur Ersatz ist, können wir ihm diese Gehaltserhöhung nicht geben. Bei den anderen Spielern überlegen wir auch erstmal und warten die Winterpause ab, was da so passiert. Wir werden allerdings auch ein bisschen Anfragen machen und zwar für mehr Budget, denn unser Etat ist ja relativ gering und wir sind im Pokal schon mal relativ weit gekommen, weiter als das Ziel war und in der Liga stehen wir auch besser. Das heißt, wir sagen, wir wollen im Aufstiegsrennen mitmischen und wir kommen im Pokal auf eine gewisse Runde und zwar die Runde der letzten 16, wo wir drin waren. Wollen 4 Millionen haben, allerdings ist das für so einen kleinen Zweitligisten eine ganz schöne Stange Geld und dementsprechend kann ich euch jetzt schon mal sagen, das wird abgelehnt, aber vielleicht kriegen wir ja doch irgendwie noch ein bisschen Geld. Wir bleiben gespannt. Wir wechseln ein bisschen durch vor dem Spiel gegen Greuther Fürth. Eigentlich nicht zu viel. Aktuell ja, sind wir relativ gut dabei. Unsere Mannschaft spielt gut und das wollen wir heute genauso fortsetzen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und hoffentlich wieder ein Sieg nach der Niederlage im Pokal. Muss das sein. Bis gleich. Die Arminia aus Bielefeld empfing die Spielvereinigung Greuther Fürth zum Topspiel der zweiten Bundesliga. Nach dem Pokal aus wollte man heute vor heimischem Publikum wieder Gutmachung betreiben und im Idealfall die Tabellenführung weiter ausbauen bzw. verteidigen. Beide Vereine auf Augenhöhe, zumindest wenn man danach geht, wo sie hinwollen und zwar ins Oberhaus des deutschen Fußballs, in die Belle Etage. Das ist das Ziel mittlerweile auch ausgesprochen von Arminia. Zunächst war es der Nichtsabstieg, mittlerweile ist das Ziel klar der Aufstieg und das ist logisch. Hesel, Dick, Sundberg, Börner, Schuppan sollten in der Defensive dafür sorgen, davor Christen sind erfahrene. Und überraschenderweise Dennis Mast in der Startelf Gold nur auf der Bank, genauso wie Pereira, Diersen auf der 10 und vorne wieder Lorenzen neben Bart Finne. Das die Aufstellung der Arminia. Auf der anderen Seite Militz hinter Schröck, Röcker, Koschmar und Gieselmann in der Defensive. Davor dann noch Hoffmann und Schukalo auf den Außenpositionen, Trippic, Trinks und Weiland. Hinter der Sturmspitze Domi Kumbela, ehemaliger BTSVler, der sollte heute für Torgefahr sorgen und sollte die beste Defensive der Liga, das ist immer wieder erwähnenswert, unter Druck setzen. Nur 11 Gegentore für den Aufsteiger ist natürlich eine überragende Quote und das ist auch der Grund, warum sie so weit oben stehen. Heute sollte im Ideal genau mit dieser Defensive oder aus dieser Defensive nach vorne was aufgebaut werden und sie spielten direkt mal aus der Defensive ganz, ganz weit nach vorne über Dennis Mast, wie gesagt wieder in der Startelf, der schnelle Außenbahnspieler setzt sich durch gegen Gieselmann, die Flanke auf Lorenzen und da wäre es fast gewesen, das 1-0, die Großchance für den Deutsch-Engländer allerdings abgewehrt zum Eckball, der wird reingebracht in die Mitte, erstmal abgewehrt, aber der Ball kommt über Umwege nochmal in die Mitte zu Finne, der schießt und da ist dann Afane, 1-0, dachten sich ganz viele im Stadion, aber es zählte nicht, es war abseits des
erste Schweden, der freute sich über sein zweites Saisontor, aber dank seines Seitfallziehers oder trotz seines Seitfallziehers zählte dieser Treffer nicht. Beim Schuss von Finne ganz, ganz knapp im Abseits, die Grafik hier verschoben, weil der Fuß des Fürthers noch weiter hinten ist, aber es blieb weiterhin zu Recht auch beim 0:0. Es ging weiter über Finne, die Fürther hatten richtige Probleme in der Anfangsphase mit der Offensive der Arminia und es ging genauso weiter hier gehalten, dann ein Eckball von Tim Diersen wieder reingebracht, wieder auf Afane, diesmal steht an der 16er Kante und macht das Ding rein, 1:0, 13. Spielminute, der Schwede schweißt das Ding an den Innenpfosten und von da aus in die Maschen, Führungstreffer für die Arminia und das war verdient in der Anfangsphase sehr, sehr stark reingekommen, wunderbare Chancen rausgespielt von Finne, von Afane und die dritte ist dann drin und das richtig, richtig stark vom Schweden, zweite Saisontor, wie gesagt, er kriegt es also doch in dieser Partie und es spielte weiterhin nur die Arminia, sie ergriffen die Initiative und spielten weiter nach vorne, von Fürth kam absolut gar nichts, wieder der starke Dennis Mast, der sich außen durchsetzt, sowohl gegen Korschmann als auch gegen Gieselmann, zieht in die Mitte und er versucht es alleine, allerdings ist Mielitz da und verhindert hier das 0:2 aus Sicht der süddeutschen Fürther. Weiter ging es in der zweiten Halbzeit, Andreas Hoffmann ging raus, Ramiro kam rein, das heißt defensiver Wechsel und das brachte mehr Struktur und Ramiro leitete diesen folgenden Angriff hier mit ein Gieselmann dann auf Weiland, der nach außen auf Domi Kumbela, normalerweise sollte der in der Mitte stehen, hier tut er es nicht, der Ball nach hinten gespielt, auf Ramiro, der auf Florian Trinks, nochmal Ramiro und der nochmal zurück auf Florian Trinks, 1:1, 51. Minute, 12. Gegentor für die Arminia aus Bielefeld und der Ausgleichstreffer für die SPVGG. Wunderbar gemacht von Ramiro, der doppelte Doppelpass mit Florian Trinks und der hat viel zu viel Platz. Sundberg sieht nicht gut aus, wie auch schon beim ersten Gegentor gegen Hertha und es steht plötzlich 1:1. Bielefeld versuchte zurückzukommen, fand aber kein wirkliches Mittel gegen die Defensive der Fürther, die jetzt sehr, sehr solide stand. Hier versuchen sie mal wieder irgendwie noch durchzustecken, aber Finne scheitert und es dauerte eine ganze Zeit, bis sie nochmal eine Chance bekam. Ein paar Minuten später Afane mit dem Ball in die Spitze auf Lorenzen, der versucht es alleine auf eigene Faust und er macht es an sich ganz gut, aber verliert dann wieder den Ball, Afane mit dem Versuch und im Endeffekt abgefälscht und kein Problem für Mielitz, diesen Ball zu halten. Die letzte Chance der Partie, den Schlussakkord, hatte natürlich auch wieder Bielefeld, das ist Schuppan. Mit dem Ball auf Ryan Gold, mittlerweile eingewechselt, das ist Nöte, der legt ihn raus auf Gold, Gold alleine vor dem Tor, wieder abgefälscht, nochmal geklärt und aus diesem Angriff ergab sich dieser Freistoß, 90. Minute Afane und da ist Soko Sundberg und nochmal der Versuch des Schweden, aber der Pfosten rettet und im Endeffekt dann der Ball geklärt, Eckball in der 90. Gold nochmal und da ist wieder Soko Sundberg, der kommt aber diesmal nicht ran und das war wirklich die letzte Chance der Partie, also der Schwede schafft es nicht seinen eigenen Fehler wieder gut zu machen, sein schlechtes Stellungsspiel auf der anderen Seite mit einem Tor aus zu gleichen. Somit nur ein 1:1 für die Arminia, nur ein 1:1 für die Bielefelder, den Tabellenführer gegen die SPVGG Greuther führt, die über weite Teile nicht unbedingt erstligatauglich spielte, aber im Endeffekt trotzdem den Tabellenführer große Probleme bereitete und durch zwei Doppelpässe vom eingewechselten Ramiro und Florian Trinks zum Ausgleich kam und im Endeffekt durch die starke Defensive haben sie sich diesen Punkt verdient. Bielefeld muss nicht unbedingt zittern, denn sie stehen weiterhin oben, haben gut Vorsprung und so kann es weitergehen für die Arminia. 1:1 zwischen Tabellenführer und der SPVGG. So, ideal war es wieder nicht, genauso wie gerade schon, ärgert mich ein bisschen, aber was willst du machen? Da kommt halt einmal dieser Ball durch und dann scheitert es in der 90. Minute nochmal an der Latte und oder am Pfosten, was auch immer es war im Endeffekt und dann spielt sie nur unentschieden, aber gut. Dann kriegen wir halt nicht 3 Punkte. Müssen wir halt beim nächsten Mal besser machen, aber ich denke mal, das sollte auch irgendwie drin sein. Budgeterhöhung, habt ihr gerade gesehen, wurde abgelehnt. Wir versuchen es nochmal. Nicht mit Direktaufstieg, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Aufstiegsrennen dabei sein. Dazu noch Runde der letzten 16 und dann 2 Millionen. Sowas um den Dreh könnten wir rausschlagen und dann war ein bisschen mehr Budget und das wäre doch an sich schon mal ganz schön. Wir kommen ja bald ins Transferfenster der Winterpause und mal sehen, was da dann so geht. Für diese Episode war es das erstmal. Wir kriegen 1,7 Millionen und das ist doch, denke ich mal, trotz der ja nicht idealen Ergebnisse ein relativ schöner Abschluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch mit den Vertragsverlängerungen, die auch nochmal richtig schön sind, was für ein Ende, einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.